Bunt, klein und niedlich. Das waren die typischen Sachen auf der Babymesse. Viele werdende Eltern oder Jungeltern schauten sich an, was rund ums Baby alles angeboten wurde. Dazu gehörte auch viel Informatives. Gastgeber war die junge SPÖ, die alle einschlägigen Anbieter zusammengetrommelt hatte. Grundsätzlich ist das ein Konzept der jungen Generation Niederösterreich. Und wir waren eigentlich, seit wir die JG gegründet haben, haben auch die Babymesse. Und es ist alle Jahr ein toller Erfolg. Naja, ich sage jetzt nochmal, ich bin in Niederösterreich für die Mutterberatungsstellen zuständig. Und deswegen finde ich diese Initiative der Babymesse ausgezeichnet, weil ich einfach weiß, ist auch aus meiner Funktion im Land, dass es für Familien, wenn sich ein Baby ankündigt oder wenn ein Baby da ist, manchmal ganz neue Herausforderungen gibt, eigentlich immer neue Herausforderungen gibt. Und dass es da oftmals wirklich viel Information braucht, so um das Elternwerden herum. Und als Eltern sein dann natürlich auch, was gibt es für Veränderungen, jetzt sage ich mal arbeitstechnische Möglichkeiten, darum haben wir ja auch Rechtsberatungen hier bei der Babymesse, aber auch was gibt es sonst für Angebote, damit man das Leben mit einem Baby neu ausrichten kann. Und darum ist diese Babymesse, finde ich, hier in Amstetten eine wirklich sehr, sehr gute Initiative, um Eltern so rundum herum Beratung zu geben und auch das eine oder andere Gusto-Stückel zu erwerben. Viele Mütter suchten nach günstiger oder praktischer Kleidung, andere ließen sich über Heilmethoden und Massagen beraten. Es soll ja nicht nur dem Baby gut gehen. Dafür, dass es auch den Müttern gut geht, sorgen die Hebammen. Die Babymesse ist ein guter Präsentationspunkt für uns und wir halten es für sehr wichtig, dass sich Hebammen präsentieren können. Wir sind ein Basisberuf im Gesundheitswesen und die Versorgung der Frauen im Wochenbett rund um die Geburt und auch in der Schwangerschaft ist nicht so gegeben, weil nur 25-30% aller Frauen österreichweit Hebammenhilfe in Anspruch nehmen können. Wir sind zu wenig. Und mit den Einrichtungen von ProMami gibt es zumindest eine Möglichkeit, lokal konzentriert doch eine größere Gruppe von Frauen zu betreuen. Die Kinderwagenrallye durch die Pölzhalle war dank breiter Gänge kein Problem. Andere waren noch in Erwartung. Es ist bald soweit, knapp 2 Wochen bis zum errechneten Termin. Und ja, wir sind spannend, aufgeregt, was auf uns zukommt, aber wir freuen uns natürlich. Aber das ist die Babymesse ja geradezu perfekt. Genau, und wir sind auch nicht weit von hier zu Hause und darum haben wir gesagt, wir nutzen die Gelegenheit und schauen einmal, ja, was da so an Aussteller ist und ob was Interessantes für uns dabei ist. Da kann man nur eine gute Geburt wünschen.